Was bedeutet das? Die Argumentation heute ist ja, wir machen 2 Jahre nach Auslaufen des Solidarpakets. So, wir sind zurück im Bundestag. Neuer Tagesordnungspunkt, Aufhebung des Solidaritätszuschlagsgesetzes. Das Wort hat Christian Dürres, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP. Die Sie haben wollen zum Solidaritätszuschlag, die jetzt im Koalitionsvertrag aufgegriffen worden ist. Das bedeutet doch, dass die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland, dass die kleinen Familienunternehmen, dass diejenigen, die Sie gerade in Sonntagsreden immer wieder loben, die für die Mehrzahl der Arbeitsplätze gesorgt haben, gerade während der Krisenjahre in Deutschland, dass diejenigen, die sich jetzt aufmachen, die Digitalisierung zu bewältigen, die jetzt die Liquidität brauchen, um neue Geschäftsmodelle auf den Weg zu bringen, dass sie diesen Unternehmen den Rücken zukehren, meine Damen und Herren von der Union. Diese Unternehmen, an diesen begehen Sie in Wahrheit den Verrat. Und das ist der eigentliche Skandal in dieser Debatte, meine Damen und Herren. Und ich will das zum Schluss sagen. Wenn ich die Debatten in der Union in den letzten Wochen und Monaten, auch Jahren beobachtet habe, dann war das ja immer so ein Zweifel, sind wir eigentlich noch konservativ genug als Union? Also da ging es um die Abschaffung der Wehrpflicht, um die Ehe für alle. Ich halte diese Debatte für Quatsch. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Union in Deutschland ihren ordnungspolitischen Kompass verloren hat, meine Damen und Herren. Sie haben sich in Wahrheit vom Wohlstandsversprechen von Ludwig Erhard verabschiedet, meine Damen und Herren. Es geht um die Glaubwürdigkeit der deutschen Politik an dieser Frage. Und deswegen auch aus strategischen Gründen, die Entscheidung über den Solidaritätszuschlag kann der Deutsche Bundestag alleine fällen. Er braucht nicht die Länder. Verstecken Sie sich nicht hinter Ihrem Koalitionspartner. Verstecken Sie sich nicht hinter den Landesregierungen, meine Damen und Herren. Machen Sie sich die Mittelstandsunion in Ihren eigenen Reihen zum Beispiel, die jetzt gerade fordert, dass der Soli für alle abgeschafft werden muss. Es geht um politische Hygiene an dieser Stelle, meine Damen und Herren, und um die Glaubwürdigkeit der deutschen Politik und ein Versprechen, was Sie in den 90er Jahren gegeben haben. Wir sollten Politik auch gerade an dieser Stelle wieder zur Glaubwürdigkeit verhelfen. Herzlichen Dank. Soweit Christian Dürr von der FDP mit einem eindringlichen Appell. Die FDP hat diesen Antrag hier eingebracht. Es geht darum, bis spätestens 2020 den Soli aufzuheben. Die Koalition will das ja bis 2021 und dann auch nicht für alle. Nächster Redner, Olaf Gutting von der CDU-CSU, Bundestagsfraktion, Mitglied im Finanzausschuss. 20 Stunden debattieren wir ja hier in diesem Haus schon zum zweiten Mal über die Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Und allein das zeigt schon die Wichtigkeit dieses Themas. Wir haben gestern den Antrag der AfD beraten, die ja die sofortige Abschaffung ohne Einschränkungen des Solidaritätszuschlages gefordert hat. Diesen Antrag haben wir mit großer Mehrheit in diesem Haus abgelehnt. Heute beraten wir den Antrag der FDP, der ebenso die uneingeschränkte Aufhebung des Solidaritätszuschlagsgesetzes fordert, allerdings eben erst mit Wirkung zum 1. Januar 2020. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch für uns hat die Abschaffung des Solidaritätszuschlages absolute Priorität. Sie haben recht, es ist eine Frage der Hygiene im Steuerrecht. Es ist eine Frage des Vertrauens, der Rückgewinnung auch von Vertrauen, wie wir ja immer in den letzten Tagen viel hören. Und dazu gehört, wir müssen eine Möglichkeit finden, dass der Soli schnellstmöglich ein Ende findet. Nach nunmehr fast 25 Jahren, glaube ich, hat der Solidaritätszuschlag tatsächlich sein Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht bzw. überschritten. Und das bedeutet nicht, dass der Osten dann kein Geld mehr bekommt. Das ist immer wichtig festzuhalten, denn wir haben ja immer noch zum Beispiel die Bundesmittel aus der Gemeinschaftsaufgabe, Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, die ja überwiegend in die neuen Länder fließen. Aber unabhängig davon ist es steuerpolitisch logische Konsequenz, dass mit dem Auslaufen des Solidarpaktes II, mit der Vollendung der deutschen Einheit, auch der Soli enden muss. Ich denke, da sind wir uns einig. Und jetzt kommen wir zu den Unterschieden. Sie sind Opposition, wir sind Regierung. Und während man sich in der Opposition offensichtlich überhaupt nicht um haushalterische Gesichtspunkte scheren muss, haben wir in der Regierung die Verantwortung, haushaltspolitisch verantwortungsvoll zu handeln. Und Sie führen ja die Zahlen in Ihrem eigenen Antrag an. 20 Milliarden Euro
pro Jahr, die ab 2020 vollständig fehlen. Der gesamte finanzielle Spielraum, zusätzliche finanzielle Spielraum, den wir in dieser ganzen Legislaturperiode haben, liegt bei ca. 45 Milliarden Euro. Wenn Sie also mit der Abschaffung des Solidaritätszuschlages vollständig 20 Milliarden ab 2020 aus dem Haushalt nehmen, dann bedeutet das, dass Sie damit fast den allergrößten Teil der Spielräume im Haushalt auf einmal herausnehmen. Das heißt, wenn Sie keine neuen Schulden machen wollen, dann bedeutet das keine Stärkung der Familie, keine Investition in Infrastruktur, keine Stärkung des Wohnungsbaus, kein Aufwuchs bei Polizei und bei der inneren Sicherheit. Das ist die Wahrheit. Wir in der Union machen eine ausgeglichene, wir machen eine seriöse Haushaltspolitik. Und aus diesem Grund haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir den Ausstieg beim Solidaritätszuschlag ab dem Jahr 2021 in Schritten beginnen. Im ersten Schritt, Sie haben es gesagt, werden bereits 90% der heutigen Solidaritätsbeitragszahler entlastet. Sie werden ab dann keinen Soli mehr bezahlen. Das bedeutet 10 Milliarden Entlastung auf einen Schlag und das Beibehalten von finanziellen Spielräumen bei Wohnungsbau, bei Kindergeld, bei Digitalisierung und bei der inneren Sicherheit. Herr Kollege Gutting, der Kollege Dürr würde gerne eine Zwischenfrage stellen. Herr Präsident, ganz herzlichen Dank, Herr Kollege. Sie haben ja gerade die 45 Milliarden Euro genannt. Das ist ja das vor dem Hintergrund auch der Versprechen, die die Große Koalition genannt hat im Koalitionsvertrag. Nun sagt die mittelfristige Finanzplanung des Bundes, dass in dieser Legislaturperiode mit Steuermehreinnahmen von zwischen 80 und 90 Milliarden Euro zu rechnen ist. Ich stelle mir die Frage, Herr Kollege, bei einem so großen Umfang an Steuermehreinnahmen, ob die Antwort der Union bleibt, dass die Mitte der Gesellschaft weiterhin nur mit 10 Milliarden abgespeist werden soll, dass es Geld, was zusätzlich erwirtschaftet wird, insbesondere von den kleinen und mittleren Unternehmen, ist das tatsächlich am Ende Ihre Botschaft an den Mittelstand in Deutschland, Herr Kollege? Lieber Herr Kollege Dürr, Sie müssen nicht lange stehen, ich will es Ihnen sagen. Das ist der Unterschied zwischen Regierung und Opposition. Sie dürfen träumen, wir müssen uns an den Realitäten orientieren. Ich sage Ihnen aber auch, es hätte mir natürlich auch besser gefallen, wenn wir zum Beispiel eine Freibetragslösung gewählt hätten, die dann schrittweise den Soli ab 2020/21 abschafft. Mit ihr hätten dann auch alle Beitragszahler auf einmal von diesem Ausstieg aus dem Solidaritätszuschlag profitiert. Und in der Tat, dass es nun so langsam geht und mit Ungleichgewicht, dafür tragen auch Sie Verantwortung. Denn Sie haben sich der Regierungsverantwortung im Bund verweigert. Und das ist die Wahrheit. Und Sie sind ja auch Mitglied der FDP in mehreren Landesregierungen. Und die Länder tragen hier auch ihren Beitrag nicht. Ja, ich habe Sie mal hier die Länder als 16 Geier bezeichnet, wurde ich übel dafür beschimpft. Aber die Länder verweigern sich seit Jahren, ihren Beitrag zu leisten bei einer Einkommensteuerreform. Und immer wieder sind es die Landesregierungen, in denen auch Sie sitzen, die ihren Beitrag verweigern, die gegen Steuermindereinnahmen votieren. Und statt hier unfinanzierbare Vorschläge zu unterbreiten, wäre es doch sinnvoller, wenn Sie mal Ihren Einfluss im Bundesrat nutzen würden, damit wir die Zustimmung bekommen für eine Einkommensteuerreform, die gerade die mittleren und unteren Einkommensbezieher entlastet, dass wir den Mittelstandsbuckel abbauen können. Dazu brauchen wir die Länder, und da müssten Sie mal mitmachen. Das wäre sinnvoll. So bleibt uns beim Bund eigentlich nur der Solidaritätszuschlag, an dem wir arbeiten können, um Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Und genau das wollen wir. Wir wollen die Menschen in diesem Land entlasten. Nur auch der Rücken des Bundes ist nicht unendlich belastbar. Wir müssen darauf achten, dass wir haushaltspolitisch vernünftig handeln. Wir können nicht auf einen Schlag den Soli 2020 abschaffen. Wir wollen, dass es so schnell wie möglich geht. Wir wollen aber auch, dass es so verantwortungsbewusst wie nötig ist. Wir schreiben, und es steht im Koalitionsvertrag, und das werden wir auch umsetzen, in dieser Legislaturperiode das Testament für den Soli. Wir werden beginnen sozusagen mit den Begräbnisvorbereitungen in dieser Legislaturperiode.
Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, da sind wir uns einig, der Soli muss weg. Lediglich im Zeitraum der Abschaffung, in diesem Prozess, weichen unsere Auffassungen voneinander ab. Und wir in der Union, wir haben halt die Verantwortung angenommen, Sie nicht. Wir stehen für stabile Finanzen. Wir stehen auch für das Ende des Solis, aber eben auch für einen ausgeglichenen Haushalt. Und genau aus diesem Grund müssen wir Ihren Gesetzentwurf heute ablehnen. Beerdigung des Soli, also eine Trauerfeier, die sicherlich vielerorts Freuden auslösen wird. 90% der Einkommensteuerzahler sollen ja vom Soli befreit werden. Über die Beschlussempfehlung des Innenausschusses mitteilen. Ergebnis amtliche Abstimmung. Fraktion der AfD, umfassende Grenzkontrollen sofort einführen. Zurückweisung bei unberechtigtem Grenzübertritt, Drucksachen 1941 und 1962. Es wurden 631 Stimmen abgegeben. Für die Beschlussempfehlung haben gestimmt 544, mit Nein haben gestimmt 84, 3 Enthaltungen. Die Beschlussempfehlung des Innenausschusses ist damit angenommen. Und damit ist der Antrag der AfD abgelehnt für die verschärfte Einführung weiterer Grenzkontrollen. 84 Gegenstimmen. Die AfD hat allerdings mehr als 84 Abgeordnete hier im Parlament. Nächste Rednerin jetzt zum Soli, Jasmin Fahimi von der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie, meine Damen und Herren von der FDP, sprechen sich mit Ihrem Antrag für eine Entlastung der Steuerzahler aus. Das erscheint ja zunächst einmal unterstützenswert. Wenn man allerdings nicht der Auffassung ist, dass nur ein armer Staat ein guter Staat ist, wie Sie das ja gerne betonen, dann ist allerdings diesem Entlastungsbedarf der Steuerzahler ein anderer Bedarf entgegenzustellen, nämlich der Bedarf für Investitionen, Daseinsvorsorge und Infrastruktur. Und da muss man eben eine Balance herstellen, und dafür steht die seriöse Haushaltspolitik der Sozialdemokratie. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass in der Tat ein Entlastungsbedarf besteht, dass aber dieser Entlastungsbedarf nicht für alle und nicht für alle gleichermaßen besteht. Das ist eben der Unterschied in der Einsicht, den eine Sozialdemokratin von einem populistischen Liberalen unterscheidet. Herr Lindner warnt, der Soli ist das Paradebeispiel für eine schier unendliche Belastung. Soll wohl ein lustiges Wortspiel sein. Die Wahrheit ist aber, die steuerliche Belastung von Spitzenverdienern in Deutschland ist auf einem historischen Tiefpunkt. Und deswegen gibt es überhaupt gar keinen Anlass dazu, Spitzenverdiener weiter zu entlasten. Wir haben ein klares Ziel. Das besteht darin, dass wir rund 10 Milliarden Euro tatsächlich auch an Entlastungen sicherstellen wollen, aber gezielt in den unteren Einkommen, und zwar ohne eine harte Abbruchkante, also ohne dass zukünftig entsprechende Lohnsteigerungen bestraft würden. Und das tun wir in der Form, dass wir eine Freigrenze mit Gleitzone einführen, weil das nämlich eine tatsächlich sinnvolle Verteilung der zukünftigen Solidarbeiträge auf die unterschiedlich breiten Schultern ist. Ein Durchschnittsverdiener von beispielsweise 34.000 Euro Jahreseinkommen, zu versteuerndem Jahreseinkommen, würde dann einen Solidaritätszuschlag von etwa 255 Euro einsparen. Das ist immerhin schon ein schickes neues Kinderfahrrad zum Geburtstag. Und das ist das, was für uns zählt. Wir werden aber gleichzeitig auch 10 Milliarden Euro beibehalten für notwendige Investitionen. Und wer will das hier anzweifeln, dass das nicht notwendig wäre? Wir sprechen in diesem Haus über Auseinanderfallen von Lebensverhältnissen. Wir reden über die notwendige Umsetzung der digitalen Infrastruktur, und wir treffen selber politische Entscheidungen über den notwendigen Strukturwandel. Dann muss man ihn auch gestalten. Dann muss man die Kompensationen, die notwendig sind, die in der Folge dadurch entstehen, eben auch bereitstellen. Und deswegen brauchen wir beides: die Entlastung kleiner Einkommen und die Finanzierung von Investitionen. Und der eigentliche Clou in unserem Konzept, der besteht darin, dass wir sagen, wir behalten 50% der notwendigen Einnahmen und wir entlasten trotzdem 90% der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Jetzt kann man sich natürlich trotzdem, wie Sie das tun, für all das nicht interessieren und sich lieber auf formaljuristischen Begründungen ausruhen. Sie stellen in Ihrem Antrag ausschließlich
und damit konstruiert einen Zusammenhang zwischen dem Soli und dem Solidarpakt II. Nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo zweimal Erdnussbuttercreme draufsteht, muss noch lange nicht dieselbe Erdnussbuttercreme drin sein. Der Solidarpakt ist die Verabredung der Ostdeutschen für die ostdeutschen Bundesländer, den Abbau teilungsbedingter Sonderlasten, besondere Finanzmittel durch den Länderfinanzausgleich zukommen zu lassen. Er ist aber nicht zu verwechseln mit dem Solidaritätszuschlag, der von allen Steuerpflichtigen zu entrichten ist und eben auch nicht zweckgebunden ist für den Aufbau Ost. Und da wir inzwischen in ganz Deutschland den Bedarf haben, Infrastrukturmaßnahmen in unseren strukturschwachen Regionen zu unterstützen, sagen wir, wir übernehmen Verantwortung für dieses Land. Statt an die Zukunft des Landes zu denken, wollen Sie sich aber lieber verstecken hinter diesem Antrag und unbestätigten Verfassungsbedenken. Das können wir nicht mittragen und werden deswegen Ihrem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank. Doppelt genäht hält besser. Die AfD hat ja gestern einen ähnlichen Antrag gestellt. Sofortige, uneingeschränkte Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Nächster Redner Kai Gottschalk von der AfD. Er ist Mitglied im Finanzausschuss. Ja, verehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, es ist erstaunlich, die gesamte Debatte heute bestätigt. Und ich bin froh, dass die Menschen da draußen sitzen und es hören können. Ihr Gang durch die Hierarchieebenen hat Ihnen nicht nur Ihr Rückgrat entfehlt, sondern auch Ihren Realitätsbezug genommen. Frau Fahimi, haben Sie eigentlich gestern gehört, was ich gesagt habe? Sie führen es hier gerade an. Ein Durchschnittsverdiener mit 34.000. Wissen Sie überhaupt noch bei der Sozialdemokratie, dass mit dem 1,3-fachen dieser Herr oder diese Dame schon Spitzenverdiener ist und die Sie eigentlich dann gar nicht mehr im Fokus haben? Erklärt das vielleicht Ihre hundsmiserablen Ergebnisse? Das ist wahrscheinlich so. Und Sie, meine Damen und Herren von der FDP, Sie betreiben hier Traumabewältigung der Koalitionsverhandlungen. Und ich komme gleich dazu. Glaubwürdigkeit können Sie mit Ihren Begründungen und juristischer Ahnungslosigkeit, die unterstelle ich Ihnen mit der gestrigen Diskussion, hier gar nicht an den, können Sie hier gar nicht an den Tag legen. Ich werde Ihnen das gleich beweisen. Und lieber Kollege Buttig von der CDU, was Sie hier betreiben, ist doch nichts anderes als Klientelpolitik und die Wahlversprechen, damit Frau Merkel Kanzlerin bleibt, für die SPD zu finanzieren. Mit Ihrer eigenen Auffassung hat das doch schon lange nichts mehr zu tun, was Sie hier betreiben. Kommen wir aber zu den Fakten. Es hätte Ihnen gestern sehr gut angestanden, meine sehr verehrten Damen und Herren von der FDP, unserem Antrag zuzustimmen und beizutreten. Sie haben hier sehr verschwurbelte Argumente gebracht, und Frau Fahimi hat sogar ein Argument gebracht, was ich hier gleich deutlich ins Feld führen würde. Warum ist das so? Bereits im Jahre 2011 haben wir den Break-Even-Point sozusagen der Finanzierung erreicht. Solidarpakt II. Und entsprechend die Einnahmen aus dem Soli hielten sich in etwa mit 12,8 zu 12,7 Milliarden Euro die Waage. Bereits im Jahr 2012 kam der Moment, da hat der Soli mehr Geld in die Bundeskassen gespült, meine Damen und Herren, als er entsprechend an Kosten verursachte. Die Bundesergänzungszuweisungen, die Sie aus dem Korb 1 kennen und die festgelegt worden sind bis 2019, waren zu dem Zeitpunkt schon durch die Einnahmen deutlich überschritten. Der Kollege hat den Korb 2 genannt, den will ich hier gar nicht nehmen. Im Klartext, seit 2012 ist der Soli ein Etikettenschwindel der besonderen Art, da der Bund seit diesem Zeitpunkt mehr Geld aus dem Soli einnimmt, als er für den Solidarpakt aufwendet. Kommen wir aber nun zu den Ausgaben und Einnahmen, die wir hatten. Es sind 17,45 Milliarden Euro im letzten Jahr gewesen. Nein, es ist keine. Berücksichtigt man dann nämlich, das kommt noch hinzu, und daran sieht man, wie die FDP irrlichtert, der deutsche Staat hat im vergangenen Jahr einen Haushaltsüberschuss von 38,4 Milliarden Euro erwirtschaftet. Der Staat erzielte im Jahre 2016 einen Überschuss von 24 Milliarden Euro. Der Staat erzielte im Jahr 2015 einen Überschuss von 19 Milliarden Euro. Und ich höre jetzt auf mit den Überschüssen, denn diese drei Zahlen belegen, dass dort schon der Überschuss über den Spitzeneinnahmen vom letzten Jahr von 17,45 Milliarden lag. Meine Damen und Herren, wenn Sie Ihr sogenanntes liberales Herz hier pochen hörten, dann hätten Sie gestern unserem Antrag nämlich zustimmen müssen auf sofortige Abschaffung. Denn das wäre ein Mittel zur strukturellen Haushaltssanierung in diesem Hause und nicht dazu, Wahlkampfversprechen und Klientelpolitik zu betreiben. Und keines Ihrer Argumente zieht. Sie kamen dann tatsächlich mit juristischen Argumenten. Sie wollten tatsächlich, verehrter Kollege Herbrand, den Zusammenhang herstellen, der Soli
hätte tatsächlich etwas, und damit haben Sie es unterbunden, uns zuzustimmen, etwas zu tun mit dem Ende des Solidarpakt II. Ich will Ihnen da gerne Nachhilfe geben, wenn Sie die Legaldefinition von Steuern nicht kennen, und zitiere hier gerne von der Seite der Bundesregierung. Die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag aktuell sind das rund 17,45 Milliarden Euro pro Jahr, fließen ausschließlich dem Bund zu. Der Soli wird unbefristet erhoben, das haben wir diskutiert, das hat das Bundesverfassungsgericht so entschieden. Die Erhebung oder die Änderung des Solis bedarf daher nicht der Zustimmung des Bundesrates. In Deutschland, das wissen Sie, gibt es keine zweckgebundene Steuer. Auch die Einnahmen aus dem Solidaritätszuschlag sind entgegen der weit verbreiteten Annahme, offensichtlich auch bei Ihnen von der FDP, etwa auch für den Ausbau der Infrastruktur zu verwenden. Das heißt, Ihr Argument, uns gestern nicht zu folgen, zeigt recht deutlich, dass Sie hier nur um billige Scharmützel und Ihre Traumabewältigung mit der CDU und den Grünen zu betreiben, hier aufgeführt haben, um unserem Antrag nicht zuzustimmen. Das entlarvt eigentlich, was Sie wollen. Und im Übrigen, wenn Sie sich als Innovationspartei betreiben, vielleicht war der andere Grund, Sie waren einfach zu faul, was Neues zu machen. Das sollten Sie kennen. Was Sie hier heute einbringen, stand 2013 schon in Ihrem sogenannten Bürgerprogramm, mit dem Sie ja glorreich sozusagen auf die Nase gesegelt sind bei den Bundestagswahlen. Lassen Sie uns also lieber in der Föderalismuskommission eine grundlegende Änderung des Länderfinanzausgleiches herbeiführen, versteckte Steuern abbauen und entsprechend den Solidaritätszuschlag heute abschaffen. Sie können nach wie vor unserem Antrag entsprechend beispringen. Sie können Ihren Antrag ändern und umformulieren. Ja, das könnten Sie, wenn Sie glaubwürdig wären und was gelernt hätten. Dann wären Sie glaubwürdig. Dann hätten Sie heute tatsächlich was für die Steuerzahler erreicht. Und in einem stimme ich Ihnen zu. Ihre Klientel, die mittleren, kleinen, die mittelständischen Unternehmen, die KMUs, für die sind wir auch da. Denen würde es heute helfen, wenn der Solidaritätszuschlag abgeschafft wird und nicht erst in 2019 oder wie die Regierung es will, in 2021. Das sind hehre Versprechungen. Mal sehen, welche Flüchtlingskrise oder andere außergewöhnliche Belastungen wieder dazwischen kommen, damit Sie diesmal wieder Realitäts- und Vollzugsverweigerungen betreiben und der Soli vielleicht noch in 2025 besteht. Ich bedanke mich, meine Damen und Herren. Kai Goldschalk in der direkten Auseinandersetzung mit dem Antragsteller der FDP. Der Präsident hat gewechselt, der amtierende Bundestagspräsident, das ist jetzt Hans-Peter Friedrich von der CSU. Nächste Rednerin Gesine Lötsch von der Linken, haushaltspolitische Sprecherin. Wir diskutieren heute nun schon den zweiten Tag über Steuersenkungen für Besserverdienende und ich finde, das ist wirklich zu viel, meine Damen und Herren. Die AfD und die FDP beide wollen den Solidaritätszuschlag abschaffen. Warum, ist nicht verwunderlich, denn für beide Parteien ist ein starker Sozialstaat Teufelszeug. Ihr Mantra lautet, Steuersenkung koste, was es wolle, Sie wollen einen schwachen Staat, weil Sie immer noch glauben, dass der Markt, insbesondere Sie von der FDP, alles regeln könne. Doch können Sie sich nicht 10 Jahre zurückerinnern? Dieser Irrglaube, diese Marktgläubigkeit ist doch spätestens seit der Bankenkrise 2008 gründlich widerlegt. Die Banken haben Milliarden verzockt und der Staat, also die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, haben die Banken gerettet. Und ich finde, das darf sich auf keinen Fall wiederholen. Die FDP behauptet nun, mit der Abschaffung des Solidaritätszuschlages wolle sie die Bürger entlasten. Doch welche Bürger meinen Sie? Nein, sie entlasten nicht alle. Ein Single muss brutto mehr als 1.500 Euro im Monat verdienen und eine vierköpfige Familie mehr als 4.000 Euro, um überhaupt den Soli zahlen zu müssen. Diese Menschen werden durch die Abschaffung des Soli nicht entlastet. Was sie wirklich wollen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der FDP, sie wollen die Reichsten, das reichste Zehntel in unserem Land, weiter entlasten. Und das ist doch die bekannte Spezialität der FDP. Denen, die schon jetzt nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld, denen wollen sie noch mehr Geld geben. Ich dachte, sie hätten aus der Mövenpick-Spende, die ja dazu geführt hat, dass sie damals in den Koalitionsverhandlungen, falls es jemand vergessen haben sollte, die Senkung der Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen durchgesetzt haben. Ich dachte, sie hätten aus dieser Mövenpick-Spende gelernt. Sie sind seitdem die Mövenpick-Partei und ich denke, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sollten das nicht vergessen. Und ich muss mich auch wundern, als Haushälterin, dass Sie mutwillig
unwillig Lücken in den Haushalt reißen wollen, ohne Ideen zu haben, wie sie diese Lücken schließen können. Denn nur auf eine brummende Konjunktur zu setzen, meine Damen und Herren, das ist ziemlich fahrlässig. Aber auch die Koalition will ja den Solidaritätszuschlag abschaffen, lässt sich aber dafür etwas mehr Zeit. Ich glaube, hier müssten wir mal auf den Kardinalfehler des Koalitionsvertrages zu sprechen kommen, der durch die Abschaffung des Solis noch verstärkt wird. Sie waren wieder nicht bereit, eine wirklich gerechte Steuerreform durchzuführen. Und das ist die eigentliche Aufgabe, vor der dieses Land steht, meine Damen und Herren. 45 Deutsche besitzen so viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung zusammen. Das kann doch nicht gerecht sein. So kann sich doch ein Land nicht gut entwickeln. Und hier muss man ran. Kolleginnen und Kollegen von der SPD, Sie sind doch schließlich mit dem Versprechen einer Vermögensteuer und mit der Forderung nach mehr Gerechtigkeit in den Wahlkampf gezogen. Das ist heute leider vergessen von Ihnen. Anders die Bundeskanzlerin. Sie hat den sogenannten Familienunternehmen im Wahlkampf versprochen, dass es keine Vermögensteuer geben wird. Punktsieg für die Kanzlerin, wieder einmal. Und an der Stelle muss man für die Öffentlichkeit mal sagen, Familienunternehmen, das ist so ein niedliches Wort. In anderen Ländern nennen wir sie Oligarchen, und das trifft es viel besser, meine Damen und Herren. Ja. Ohne eine wirklich gerechte Steuerreform werden wir hier in diesem Land auch keine gerechte Gesundheitspolitik, keine gerechte Arbeitsmarktpolitik und keine gerechte Rentenpolitik erreichen können. Meine Damen und Herren, wir haben im Augenblick Haushaltsüberschüsse. Wir haben die Möglichkeit, in Solidarität zu investieren. Und dafür steht die Linke, für ein solidarisches Land, für ein soziales Land. Dafür kämpfen wir. Herzlichen Dank. Ja, die Linke, die dafür steht, dass eben Familienunternehmen Oligarchen sein sollen. Eine Äußerung von Gesine Lötsch, von der Linken, haushaltspolitische Sprecherin. Nächste Rednerin von den Bündnisgrünen, Lisa Paus, die finanzpolitische Sprecherin der Fraktion. Meine Damen und Herren, ja, wir reden jetzt zur Abschaffung des Soli zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden. Wir haben gelernt, der Unterschied zwischen AfD und FDP besteht in 365 Tagen. Die FDP möchte den Soli ein Jahr später abschaffen. Gestern habe ich erläutert, warum die Abschaffung aus Sicht der AfD völlig Sinn macht. Sie verschärft die soziale Schieflage und den Investitionsstau in diesem Lande. Das ist zwar schlecht für Deutschland, aber es ist natürlich Wasser auf Ihre populistischen Mühlen, und darauf kommt es Ihnen natürlich an. Aber die Frage stellt sich natürlich, warum macht die FDP da eigentlich mit? Warum macht sie sich jetzt hier selber so klein und zum Steigbügelhalter der AfD? Und ich habe den Eindruck, offenbar, Sie können einfach nicht anders. Ich mache heute weiter. Die neue FDP ist schlichtweg die alte FDP. So einfach ist das. Sie sind die Partei der Klientelpolitik. Es gibt vielleicht einen Unterschied. Die Mövenpick-Steuer, die hat 2009 nur 1 Milliarde Euro gekostet. Aber mit diesem Antrag, und damit wollten Sie uns ja auch in den Jamaika-Verhandlungen erpressen, damit wollen Sie ein 20 Milliarden Steuergeschenk an Ihre Klientel der Reichen und Besserverdienenden ausschütten. Jetzt beschwerte sich ja Herr Lindner am Dienstag, ich habe es gehört, manche täten ja so, als wenn sie nur die Geissens dieser Welt retten wollten und dass nur die von der Abschaffung des Soli profitieren, das stimme ja nicht. Dann habe ich gedacht, dann gucken wir doch mal, nehmen wir doch mal die Geissens, wie stark würden die denn profitieren, wenn die ihren Wohnsitz in Deutschland hätten? Nun, es ist ganz einfach. Nach der Aussage des Vermögensmagazins haben die zurzeit normales Einkommen in Höhe von 2 Millionen Euro im Jahr. Bei diesen 2 Millionen Euro in der Tat würden Sie 50.000 Euro pro Jahr weniger Steuern zahlen müssen, wenn wir Ihrem Vorschlag folgen und den Soli abschaffen. Dann schauen wir doch mal, wie eine Familie auch mit 2 Kindern, wie die Geissens, mit 50.000 Euro Jahreseinkommen, was die davon haben, wenn wir es so machen, wie Sie es wollen, den Soli abzuschaffen. Also diese Familie auch, 4-köpfig, 2 Kinder, die profitiert genau 0 Euro von dieser Abschaffung. Und genau das ist das Problem. Die Wahrheit ist, die FDP, Ihr Vorschlag, Sie wollen 20% der Deutschen, die am besten verdienen, 80% der Entlastung zuschustern, und Sie verkaufen das auch noch als Wohltat für das ganze Land. Hören Sie endlich auf, die deutsche Bevölkerung für dumm zu verkaufen. Und ich habe da auch noch einen Tipp für Sie von der kleinen GroKo. Sie könnten Ihren missglückten Staat korrigieren, wenn Sie statt den Soli um 10 Milliarden Euro abzusenken, mit diesem Geld den Hartz-IV-Regelsatz nur um 50 Euro erhöhen würden. Damit würden Sie zeigen, dass Sie in der Armutsdebatte wirklich etwas verstanden haben.
Die FDP trägt ja jetzt hilfsweise vor, die Soli-Abschaffung wäre wichtig, damit die Unternehmen die dringend nötigen Investitionen in die Digitalisierung machen können. Zum einen möchte ich jetzt noch mal appellieren, wenn Sie als Partei hier noch weiter ernst genommen werden wollen, dann sollten Sie nicht jede Woche eine andere Steuersenkung mit der Digitalisierung begründen. Wir hatten gerade letztes Mal die Sonder-AFA, diese Woche ist es der Soli, also ein bisschen, ne, sollten Sie sich ja schon mal entscheiden. Und im Übrigen braucht eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie auch noch mehr als nur ein Füllhorn von Steuersenkungen von der FDP. Und zum Zweiten habe ich da auch noch mal mir die Zahlen angeschaut, und die wollte ich Ihnen jetzt auch nicht vorenthalten. Also, Gewinne der Kapitalgesellschaften in Deutschland im vergangenen Jahr 550 Milliarden Euro. Ausgeschüttete Gewinne im letzten Jahr 350 Milliarden Euro. Gezahlter Soli auf die Körperschaftssteuer ganze 2 Milliarden Euro. Also, wie jetzt der Wegfall der 2 Milliarden Euro den Investitionsschub bringen soll, das können Sie bei den Zahlen, selbst Sie können das mit den Zahlen nicht zusammenschustern. Ich habe die Zahlen der Körperschaftssteuer genannt. Genau. Richtig ist ein versöhnliches Ende. Die FDP und die CDU stehen tatsächlich bei der Bevölkerung im Wort. Das hatten Sie auch angesprochen, weil Sie unter Helmut Kohl ja das Versprechen abgegeben hatten, dass es den Soli nur zeitlich befristet geben soll. Aber genauso richtig ist, ich komme zum Schluss, dass nach 12 Jahren der Regierung Merkel die unteren 40% der Bevölkerung nach Abzug der Inflation heute weniger Geld haben als damals. Und dafür tragen Sie eben auch die Verantwortung. Und deshalb darf es keine, wie auch immer, herumgedokterte reine Abschaffung des Soli geben, sondern was wir brauchen, ist ein Gesamtpaket mit einer fairen Reform der Einkommensteuer, Entlastung von Abgaben und Steuern für kleine und mittlere Einkommen und ein höherer Spitzensteuersatz ab 100.000 Euro statt bisher 55.000. Herzlichen Dank. So, zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag erteile ich jetzt das Wort dem Kollegen Sebastian Brehm von der CDU-CSU. Also keine Zwischenfrage, sondern Sebastian Brehm von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Hans-Peter Friedrich hat es gesagt. Das ist seine erste Rede hier im Deutschen Bundestag. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich erinnere mich noch genau an den 17. Juni 1988. Es war damals der Tag der deutschen Einheit und die junge Union warb mit einem Infostand in meiner Heimatstadt Nürnberg für die Wiedervereinigung unseres Landes. Fast alle Parteien hatten zu diesem Zeitpunkt das Ziel der Wiedervereinigung Deutschlands bereits aufgegeben. Ein Jahr später, 1989, fiel die Mauer und 1990 war Deutschland wieder vereint. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Wiedervereinigung war und ist ein Glücksfall für unser Land. Ich meine, gerade in der Diskussion wie heute ist es Zeit, denjenigen Danke zu sagen, die mit ihrem Solidarbeitrag die Wiedervereinigung Deutschlands ermöglicht haben. Wir können stolz sein auf die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, übrigens auch auf die Mittelständler in unserem Land. Sie sind das Rückgrat der Gesellschaft, liebe Kollegin Lötsch, und keine Oligarchen. Diese Leistung entspricht den Grundprinzipien der sozialen Marktwirtschaft. Jeder trägt in unserem Land Verantwortung für dieses Land, verbunden mit der Verpflichtung einer umsichtigen Haushalts- und Finanzpolitik. Und diese Grundprinzipien der umsichtigen Haushalts- und Finanzpolitik leiten uns auch hier bei dieser Diskussion. Schon in der gestrigen Debatte bei der AfD rund um die Verfassungsmäßigkeit des Solis haben wir hinnehmen müssen, dass dieser Grundgedanke der solidarischen Bürgergesellschaft, die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit, aufgegeben wurde zugunsten von alternativen Fakten und falschen Darstellungen der Lebenswirklichkeit. Der Kollege Gottschalk hat es ja heute auch noch mal bewiesen. Sie sagten vorhin Ahnungslosigkeit. Herr Kollege Glaser von der AfD hatte gestern erwähnt, dass Lesen bildet. Er hatte den Vorlagebeschluss des Finanzgerichtes Niedersachsen erwähnt, aber ich glaube, er hat ihn wirklich nicht gelesen. Denn das, was er wiedergegeben hat, war völlig falsch und entspricht nicht der Rechtslage des heutigen Steuerrechts. Und deswegen muss man das auch mal hier korrigieren zum Thema Wahrheit und zum Thema Ahnungslosigkeit, wie Sie es erwähnt haben, Herr Gottschalk. Der Soli ist auch weiterhin verfassungskonform. Auch Ihre Antragstellung, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags ab dem 01.01.2020, basiert rein auf politischem Kalkül. Und Sie wissen das. 20 Milliarden auf einen Schlag, ohne Gegenfinanzierung, und ohne dass wir die Dinge angehen, die wir angehen müssen,
Sie riskieren damit das Ziel des ausgeglichenen Haushalts. Das ist kein gutes Signal für die neue Generation und für die junge Generation in unserem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, Sie hätten Ihren Beitrag ja leisten können im Rahmen von Jamaika. Doch anstatt die Probleme für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land anzugehen, haben Sie hingeschmissen. Das ist doch die Wahrheit. Sie haben hingeschmissen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist zu einfach. Erst hinschmeißen und dann kritisieren. Sie haben Angst gehabt zu handeln. Sie haben Angst gehabt vor der Verantwortung. Dann überlassen Sie es jetzt auch bitte denjenigen, die die Verantwortung übernommen haben, CDU, CSU und SPD, liebe Kolleginnen und Kollegen. Natürlich ist es auch unser Ziel, mit dem Auslaufen des Solidarpakts II Ende 2019 den Abschaffungsprozess für den Solidarzuschlag unmissverständlich einzuleiten. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Mit der Abschaffung des Soli bekommen insbesondere die kleineren und mittleren Einkommen, die Mitte, die Sie erwähnt haben, aber eben leider keine Entlastung. Wie Sie sicherlich wissen, greift der Soli bei einer Familie, verheiratet, zwei Kinder, Steuerklasse 3, erst bei einem Bruttoeinkommen von 51.852 Euro. Es betrifft eben nicht nur die Mitte der Gesellschaft, wie Sie es erwähnen. Es betrifft nicht die Krankenschwester, nicht den Polizisten, nicht die Kindergärtnerin, übrigens aber auch nicht den Handwerker, den Kleinunternehmer und den von Ihnen erwähnten kleinen mittleren Unternehmer. Sind Sie der Meinung oder sind nach Ihrer Meinung, liebe Kolleginnen und Kollegen der AfD und der FDP, die gerade erwähnten, keine Leistungsträger in der Gesellschaft, verdienen diese nicht auch eine Entlastung in unserer Steuergesetzgebung? Ich glaube schon, liebe Kolleginnen und Kollegen. Uns als CDU und CSU geht es um einen gesamtwirtschaftlich klugen Ansatz mit Investitionen in unsere Zukunft. Wir wollen eine ausgewogene Politik und Entlastung für alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Deswegen war es uns wichtig, als CDU und CSU aus Überzeugung das eine, nämlich die Abschaffung des Solidaritätszuschlags, einzuleiten und das andere, die Entlastung der kleineren und mittleren Einkommen, eben nicht sein zu lassen. Im ersten Schritt kommt es zu einer Entlastung von rund 90% aller Zahler des Solidaritätszuschlags. Wir geben damit über 10 Milliarden Euro an die Bürgerinnen und Bürger zurück. Das ist eine der größten Steuerentlastungen in den letzten Jahren hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und mit dieser stufenweisen Abschaffung des Solidaritätszuschlags haben wir einen wichtigen Handlungsspielraum für zukunftsgerichtete Politik. Erhöhung des Kindergelds und des Kinderfreibetrags, Einführung einer vielschichtigen Förderung für Wohneigentum, Stichwort Baukindergeld, Grunderwerbsteuer, 7 Milliarden für bessere Bildungschancen und Digitalisierung, notwendige Investitionen in Infrastruktur, steuerliche Anreize für Existenzgründer, Innovations- und Forschungsförderung für den Mittelstand, Abmilderung der kalten Progression und immer mit der festen Zusage eines ausgeglichenen Haushalts ohne Neuverschuldung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein wuchtiges Programm. Aber zu einer zukunftsfähigen Politik gehört auch, dass wir schon bereits den zweiten Schritt jetzt mitdenken. Das heißt, eine definitive Zeitplanung für die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags für alle Einkommen, auch für Kapitalgesellschaften. Liebe Kolleginnen und Kollegen, darüber werden wir sprechen und ich glaube, darüber werden wir auch eine Einigung finden. Leistung muss sich in unserem Land wieder lohnen. Aber mit Vernunft und Augenmaß, immer mit einer stabilen und einem finanziell stabilen Gesamtrahmen. So wollen wir die Dinge anpacken. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. In der laufenden Debatte zur Aufhebung des Solidaritätszuschlagsgesetzes 1995, jetzt der vorläufig letzte Redner der Debatte, Bernd Daltrup von der SPD. Bernhard Daltrup von der SPD. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns ja bereits in der letzten Wahlperiode über die Frage unterhalten, was wir denn eigentlich mit dem Solidaritätszuschlag in dieser Wahlperiode machen werden, wenn der Solidarpakt ab 2020 ausläuft. Also mit anderen Worten, die Debatte ist eigentlich gar nicht neu. Neu ist mehr die Art und Weise, wie hier zwei Fraktionen miteinander sich käbbeln und streiten. Wir haben nämlich nach der Bundestagswahl uns mit der CDU-CSU im Koalitionsvertrag geeinigt, und zwar unter Verzicht aus Winken vom Balkon. Und das Ergebnis lautet, wir schaffen den Soli ab 2021 mit einem Volumen von zunächst 10 Milliarden Euro für breite Schichten der Bevölkerung, nicht Klientel, für breite Schichten der Bevölkerung ab. Hier ist schon vorgetragen worden, wir werden 90% aller Solizahler vollständig vom Solidaritätszuschlag entlasten.
Die Zahlenbeispiele sind eben wiederholt gesagt worden, die muss ich nicht hier noch mal darstellen, gestern im Übrigen auch. Wir tun etwas für die Menschen in der Mitte der Gesellschaft, denn Geringverdiener sind vom Solidaritätszuschlag sowieso nicht betroffen. Wir tun das, nicht die Opposition, nicht die FDP, die schon mal gar nicht, die hätte es ja bis 2013 machen können. Herr Guttinger hat darauf hingewiesen. Wir machen das. Das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist. Und wir machen eins nicht. Wir entlasten nicht diejenigen Menschen mit hohen und höchsten Einkommen. Das wollen Sie, das wollen wir nicht. Das ist ein Unterschied. Und ich bin sehr froh darum, dass dieser Unterschied heute deutlich wird. Das haben wir nichts dagegen. Ganz im Gegenteil. Ist ja klar, wenn einer einen Vorschlag macht, beginnt der Wettlauf sozusagen nach dem Motto, wer entlastet denn am schnellsten? Und dementsprechend hat die AfD gestern den Staffelstab für heute an die FDP übergeben. Ich weiß, das ist der FDP irgendwie peinlich. Und ich finde, ja, das ist es eigentlich auch. Ich will drei Punkte ansprechen aus dem Antrag der FDP. Erstens sagen Sie fehlende Legitimation, indem ein direkter Zusammenhang nur zwischen Solidaritätszuschlag und Solidarpakt hergestellt wird. Das ist aber falsch. Der Solidarpakt ist der Finanzrahmen gewesen für Aufbauleistungen in Ostdeutschland. Der Solidaritätszuschlag kann deshalb zwar nicht unverändert bleiben, bleibt er ja auch nicht, aber er ist eine Steuer für besonders schwierige Aufgaben des Staates. Er läuft nicht aus, wenn besondere Herausforderungen weiterhin da sind. Und das ist der Fall. Zweitens, Sie prognostizieren Verfassungswidrigkeit für den Fall der Fortsetzung des Soli. Was gestern die AfD fälschlicherweise für die Vergangenheit festgestellt hat, das stellen Sie jetzt schon sozusagen für die Zukunft fest. Ich glaube, etwas weniger Hybris wäre gut, denn Fraktionen mögen ihre Meinung haben, aber über Verfassungswidrigkeit entscheiden sie nicht. Und jetzt komme ich drittens zum Kern. Sie sagen, die Vollendung der deutschen Einheit als Begründung des Solidaritätszuschlages sei mit dem Auslaufen eindeutig des Solidarpaktes eindeutig erreicht worden. Das ist, glaube ich, sogar besonders falsch. Die Finanzierungsnotwendigkeit für den Solidarpakt mag entfallen, die Aufgabe bedauerlicherweise nicht. Sie stellt sich sogar neu. Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland verlangt von Staat und Gesellschaft besondere finanzielle Anstrengungen. Leider mittlerweile nicht nur für den Osten, sondern auch in anderen Regionen, und zwar nicht nach Himmelsrichtung, sondern nach Bedürftigkeit. Und die gibt es leider auch in Teilen der alten Bundesländer. Ich empfehle Ihnen mal einen Blick in den Raumordnungsbericht beispielsweise. Es gibt Marktversagen in diesem Land, und das erfordert staatliches Handeln, und das erfordert wiederum besondere finanzielle Aktivitäten, wenn Sie gleichwertige Lebensverhältnisse wollen. Und wir wollen das. Und wir werden dieses Verfassungsziel hier im Parlament, Kommission, Ausschuss mit besonderen Maßnahmen, Hilfen bei Altschulden beispielsweise, mit einem gesamtdeutschen Fördersystem für Wachstum und Innovation, wir werden uns dieser Aufgabe stellen. Wir entlasten im Gegensatz zu Ihnen die Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen überdies durch Milliardenprogramme für Bildung, Infrastruktur, Kindergeld und so weiter. Das ist alles hier dargestellt worden. Und das, meine Damen und Herren, ist eine sehr begründete Form von Solidarität, die dem Gedanken des sozialen Rechtsstaates, unseres Grundgesetzes jedenfalls entspricht. Wir müssen auf das verzichten, wenn wir, wie die FDP das fordert, jetzt die Steuern für hohe Einkommen senken würden. Aber das tun wir nicht. Und Sie, meine Damen und Herren von der FDP, Sie tun das auch nicht. Denn Sie sind Opposition, und das soll so bleiben. Und das ist auch gut so. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 1038 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es anderweitige Vorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen, und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1.